Hi, ich bin Ricardo und in diesem Video beantworte ich die brennende Frage für dich: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Tintenstrahl und einem Laserdrucker? Wir schauen uns die beiden Drucker natürlich genauer an, was die Unterschiede sind, vielleicht auch die Gemeinsamkeiten, und ich erkläre dir, wofür du beide Drucker am besten benutzen kannst. Deshalb würde ich sagen, wir fangen gleich an. Ein Tintenstrahldrucker druckt, indem er viele kleine Tintentröpfchen in einem bestimmten Muster auf ein Blatt Papier druckt. Die meisten Drucker haben nur die Grundfarben, also Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb, in Form von Druckerpatronen verfügbar. Aber es gibt auch Tintenstrahldrucker mit Platz für bis zu 9 Patronen, womit du halt richtig schöne Farbdrucke drucken kannst. So ein Tintenstrahldrucker ist darum auch vor allem geeignet, wenn du zum Beispiel zu Hause deine eigenen Fotos drucken möchtest. Ein Laserdrucker, der verwendet keine Tinte, sondern Toner. Und Toner ist ein Pulver, was bei hoher Temperatur auf einer Seite geschmolzen wird. Den Toner bekommst du in größeren Tonerbehältern und das bedeutet, dass du besonders lange drucken kannst. Hierdurch ist ein Laserdrucker auch günstiger als ein Tintenstrahldrucker, aber du kannst damit halt weniger gut Farbdrucke erstellen. Okay, kommen wir dann zur Leistung und lass uns da auch wieder beim Tintenstrahldrucker anfangen. Wie gesagt, ist er besonders gut geeignet zum Fotosdrucken, weil du damit halt eine bessere Farbwiedergabe hast. Druckst du zu Hause nur Texte aus, ja, da sieht man eigentlich keinen Unterschied zwischen einem Tintenstrahl und einem Laserdrucker. Allerdings ist ein Tintenstrahldrucker bedeutend langsamer beim Drucken als so ein Laserdrucker. Die Tinte, die kann sich nass anfühlen, wenn du zum Beispiel gerade ein Foto ausdruckst, und die Tinte ist halt nicht wasserfest. Und wenn du den Tintenstrahldrucker lange nicht benutzt, dann kann es vorkommen, dass die Patronen eintrocknen oder auch, dass die Düsen mal verstopft sind. Das Ganze hast du bei einem Laserdrucker nicht. Ja, Laserdrucker sind im Durchschnitt viel schneller als Tintenstrahldrucker. Die meisten Modelle drucken sogar mehr als 25 Schwarz-Weiß-Seiten pro Minute aus. Es gibt auch Farblaserdrucker, die haben dann wieder nur die 4 Grundfarben und eignet sich nicht wirklich für qualitativ hochwertige Fotos. Aber die Ausdrucke aus einem Laserdrucker sind wasserfest und sofort trocken. Das heißt, da verschmiert absolut nichts. Na, jetzt höre ich dich denken, was kostet mich denn der ganze Spaß? Und lass uns da auch wieder anfangen beim Tintenstrahldrucker, denn so günstige Modelle, die bekommst du schon ab 50 Euro. Und damit kannst du sogar auch schon in Farbe drucken, scannen und kopieren. Außerdem müssen sie sich im Gegensatz zu Laserdruckern nicht aufwärmen, was bedeutet, dass sie energieeffizienter sind. Die Patronen sind allerdings relativ teuer und die musst du auch relativ oft auswechseln. Ich würde also sagen, druckst du eher wenig, dann ist so ein Tintenstrahldrucker auf jeden Fall was für dich. Oder auch, wenn du zu Hause gerne qualitativ hochwertige Fotos ausdrucken möchtest. Ein durchschnittlicher Laserdrucker ist in der Anschaffung teurer, aber es gibt auch günstigere Modelle, so ab 100 Euro. Achte dann aber darauf, dass es Unterschiede gibt zwischen Farblaserdruckern und Laserdruckern, die halt nur schwarz-weiß drucken können. Die Tonerkartusche, die hält länger als Tinte bei einem Tintenstrahldrucker und das macht einen Laserdrucker halt vergleichsweise günstig. Und der weitere Vorteil bei einem Laserdrucker ist natürlich, dass er besonders schnell ist. Benutzt du ihn also zum Beispiel im Büro, dann ist das die perfekte Wahl für dich. Einige Tintenstrahldrucker beziehen ihre Tinte nicht aus Druckerpatronen, sondern so wie dieser Epson-Drucker hier aus einem Tintenreservoir, was du dann halt mit diesen kleinen Fläschchen befüllst. Und einmal gefüllt kannst du so tausende von Seiten drucken. Das macht das Drucken mit so einem Tintenfläschchen zu einer wirtschaftlichen Alternative zu Druckerpatronen. Wie bei Druckerpatronen ist es auch, die Anzahl der Farben bestimmt die Bildqualität. Es gibt also wieder Drucker mit 4 Farben, aber auch eben mit 6. Und was ich besonders cool finde, ist, die Flaschen passen immer nur auch auf die dazugehörige Farbe. Du kannst also nie aus Versehen schwarz in den Cyan-Tank zum Beispiel füllen. Also, wenn du mich fragst, ist ein Tintenstrahldrucker die richtige Lösung für dich, wenn du zu Hause druckst, ein günstiges Modell suchst und zu Hause auch Fotos in hoher Qualität drucken möchtest. Ein Laserdrucker ist natürlich besonders schnell und sparsam und aufgrund der größeren Patronen besonders gut geeignet fürs Büro. Ja, falls du noch Fragen hast, schreib sie dann wie immer gerne in die Kommentare und vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!